da haben wir gerade so schön eine Quest erledigt und dann steht die Farm, wo wir das Ganze hinfinden sollen, einfach in Flammen. Und bevor wir uns da jetzt auf den Weg hin machen, muss ich nochmal ein bisschen Gesundheit verteilen. Weil nämlich das Ganze gleich ein bisschen fies wird. Bitte nicht abstürzen, genau sowas, richtig. Weil nämlich hier große böse Gegner unterwegs sind, die wir jetzt gleich angreifen müssen. Vielleicht wird jetzt noch ein Dialog ausgelöst. The farm is on fire. Wir müssen jetzt eben nach Kitaro gucken. Ich drücke mal auf Speichern. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was passiert, wenn man da drauf drückt. Aber ich glaube eigentlich fast schon. Das hier sind nämlich alles richtig böse Gegner. Die wir mal so ein bisschen angreifen jetzt nebenbei. Fangen wir mit Magic an hier. Ah, der ist jetzt doch schon gestorben. Die machen nämlich echt schon ein bisschen mehr Schaden, wie ihr seht. Ups. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Trotzdem den Kampf geschafft. Mal gucken, welche Bewertung das gibt. 3 Sterne. Eine Potion gekriegt. Gleich mal wieder gucken. Greifen lieber mal ein bisschen mehr als zu wenig an. Bin nämlich hier vorhin auch gestorben, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Und das muss echt nicht sein. So, zumindest Zellen braucht danach unbedingt wieder Heilung. Sonst überleben wir den nächsten Kampf nicht. Items, Potion. Hier an Zellen. Darien, lass mal noch ein bisschen Schaden nehmen. Oh, Leather Tunic. Cool. Was hier? Mehr Verteidigung. Vielleicht kann das Zellen auch anziehen. Shift. Nee, kann sie nicht. Naja, gut. Da kriegt Darien das eben. Das natürlich auch gut gebrauchen. Zum Glück überstehen wir jetzt die Kämpfe so halbwegs problemlos. Gucken, 79. Hallo.
Das war jetzt hier gerade buggy. Gut. Ich weiß nicht, ob das genau so jetzt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber hier steht ja was von Physical Defense und sowas. Also hier Increase Physical Defense, Increase Magical Defense. Und da nehme ich mal an, dass das auch hier funktioniert. Ich glaube, ich habe gerade den falschen Skill ausgewählt. Ups. Ja. Das schaffen wir jetzt noch. Das ist noch ein kleines bisschen unübersichtlich, weil ich mir jetzt auch nicht so genau ja gemerkt habe, was welcher Skill tut. Ah gut, da muss man eben durch noch. Ich habe jetzt auch nur 2 Sterne. Das ist irgendwie ganz logisch. Items gucken. Gesundheit, Gesundheit. So. Ganz schön viele Potions verschwendet. Ach, das ist hier Kitaro, der hier liegt. Und wir beschließen jetzt, dass wir uns Reittiere nehmen und damit verschwinden. Und ich würde sagen, genau das tun wir auch. Denn der Kitaro ist tot leider, obwohl er uns ja weiterhelfen wollte. You got the Mount Nikoru. Wir haben jetzt also eins bekommen. D-Pad Down Button G. Aha, da ist es. Und jetzt können wir mit dem hier rumreiten. Reach Bustras Mountain. Ich nehme ja eigentlich an, dass das der hier hinten ist. Wir reiten einfach mal in die Richtung. Oh, Work in Progress. Das war nicht richtig. Vielleicht eher hier lang oder so. Jetzt mal ein bisschen ausprobieren, wo man hier lang reiten kann. Das ist auf alle Fälle schon mal die Musik wieder netter. Wie steige ich denn hier ab? Das wäre jetzt cool. Hier gibt's irgendwas. Aha. Light irgendwas haben wir gekriegt. Quatsch. Hier wohl nicht. Ach, Boots. Cool. Boots für Sellen. Ich dachte irgendwie einen Bogen oder so. Aber das war's natürlich nicht. Hier mal ein bisschen umgucken. Ich finde es nämlich echt hübsch. Also, muss ich wirklich sagen.
hier oben so. Great Warrior is buried here, we can't see her name. Vielleicht gibt es hier dann im fertigen Spiel irgendein Event oder so. Bei den Gräbern. Im Moment ist hier noch nichts los. Aber gerade der Himmel ist echt richtig cool gemacht. Und das ja schon jetzt. Also muss ich die Entwickler wirklich mal loben. Dafür auch, dass es nur 4 Leute sind, ist das wirklich schon ziemlich, ziemlich cool, was man hier auf die Beine gestellt hat. Bis hier wohl lang geht. Sieht ja fast so aus, als ob das ja der richtige Weg ist. Ah, jetzt müssen wir Banditen killen. Aha. Force the way. Oh, 8 Potion. Da schwant mir ja Böses, wenn hier so viele einfach drin liegen. Da wird das ja hier bestimmt nicht leicht. Gibt's noch eine Kiste? Wieder irgendwas Klopfiges. Ach hier, Pant, ach ja. Eine Hose. Ist einfach die ganze Zeit lang nicht rumgelaufen, ey. Nee, nee, so eine schlimme. Bitte nicht abstürzen. Ich glaube, es speichert dann jedes Mal, wenn es das tut. Ich gehe einfach schon wieder hier den Mini-Weg lang. Garantiert nirgends hinführt. Nur hier runter. Schleichen wir uns quasi von hinten rein. Ich schlinge. So. Ich werde das hier mal ausprobieren. Das war jetzt wohl ein Heilzauber oder was? Das hab ich irgendwie. Boah, die sind ja heftig. Die machen ja richtig üblen Schaden. Krasse Sache, ey. Wahrscheinlich, weil wir ja noch nicht so viel Rüstung für Selen gefunden haben. Oh, da ist ja unser Reit hier auch. Echt übel. So, Potion. Voll. Echt übel, ey. Oh je. Wir nicht genug MP für den Zauber. Naja.
gefragt, du kannst MP gebrauchen. So. Ist irgendwas zum Mitnehmen? Nee, nicht mal Kisten haben die hier. Ich denke, das sind Banditen. So, das war jetzt doch hoffentlich mal eine bessere Bewertung, oder? Immer noch nur 3 Sterne. Kann ich das hier einsammeln? Nee. So, mit immer wieder Magic. ...341 Schaden. Krass. Wie sieht denn das mit der Gesundheit aus? Darien mal heilen. Silent dürfte noch ein bisschen überleben. Ach, Tense Burns. Ja, wie burnen wir die? Aha, so. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass wir eine andere Aufgabe gekriegt haben. So. Reach the Grotto Entrance. Das hatte ich echt nicht mitbekommen. Hm, 25 Schaden. Wieder 25. Nur 3 Sterne. So, jetzt sind wir am Grotteneingang. Und das nutze ich als Chance. Und beende schon wieder dieses Video. Wie lange hatten wir den jetzt ungefähr? Boah, es waren nicht ganz 20 Minuten. Aber das ist jetzt hier so ein schöner Abschnitt, um zu sagen, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Dann gehen wir nämlich in diese Höhle hier rein und gucken, was uns in Edge of Eternity sonst noch erwartet. Was haltet ihr denn bisher vom Spiel? Schreibt es in die Kommentare oder in unser Forum. Wir werden einen Kickstarter-Artikel zum Spiel haben. Die Kampagne läuft nur noch ein paar Tage.
Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.